denkt nicht so viel. Lasst es ganz einfach entstehen. Warum soll man sich nicht immer wieder Herausforderungen stellen? Und das macht aber das Leben vielfältiger, bunter, das bereichert unglaublich. Ich habe doch ein Leben, auch von der Familie her bezogen, Orchester, Musik und dass unsere Eltern etwas weitergegeben haben. Das kannst nicht organisieren, schreiben. Wie nimmt das ein Kind jetzt mit 5, 6, 7 oder 8 Jahren auf? Es kann opponieren oder es kann sagen, ja, ich möchte gern mal das machen, was mein Vater macht. Aber nur der Weg dann dorthin ist schwer. Ein Weg, den ich geliebt habe in meinem Leben, immer. Ich möchte es auch loswerden, immer wieder, weil das ist auch mein Leben. Und das ist mein ehrliches Gefühl. Und das versuche ich auch meiner Familie. Mein Sohn ist auf einer unglaublichen Erfolgsschiene, unterrichtet jetzt im Mozarteum. Und meine Tochter unterrichtet auch Musik, Kinder. Also es geht weiter. Und nur so, ich finde, das ist das Überlebensrezept. Lass mich Franz Bartholomäi, hochgeschätzt von allen Größen der klassischen Musikwelt, mein halbes Leben lang Solo-Cellist der Philharmoniker, ist eine Legende. Also wenn ich jetzt aus der Klassik komme zum Beispiel, und ich höre Gerald deine Improvisationen, dann denke ich mir, ach, was habe ich in meinem Leben versäumt? Also eine andere Generation natürlich schon, aber da fehlt mir etwas und ich lerne aus diesen Dingen. Aber eines ist klar und ich bin ganz fest überzeugt, dass die Kunst und die Musik immer wieder eine Art von Heilmittel ist. Da bin ich.